Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den TUX-Tagen und zu meinem Vortrag Linux AG in der Schule, Calling the Next Generation of the Community. Ja, mein Name ist Thorsten Groß, ich bin Lehrer an der Ricarda-Hochschule in Dreieich-Sprendlingen und möchte gerne mal vorstellen, wie ich die Linux AG, die ich an unserer Schule leite, ja, mit Inhalt fülle und welchen Sinn das eigentlich hat. Ich habe ja hier als Überschrift stehen, warum eigentlich Linux AG? Und der Untertitel ist quasi die Antwort. Eine Frage, die ich genauso hätte schreiben können, ist, braucht Open Source eigentlich sowas wie Nachwuchsförderung? Und hier habe ich einen kleinen Screenshot. Aktuell habe ich gerade eine Linux AG in der Schule am Laufen. Man sieht hier, das ist jetzt ein Screenshot vom Schulportal in Hessen. Das ist eine Plattform, die wir da verwenden, um unsere Schüler zu verwalten. Das speist sich eben aus den Klassen 5 bis 8. Ich habe ungefähr die Hälfte aus der Klasse 5 und 6 und die restlichen verteilen sich dann auf 7 und 8. Und ja, unterrichte die 2 Wochenstunden in der Woche am Nachmittag und Thema ist natürlich Linux. Ja, welche Themen behandelt man in einer Linux AG? Und zwar insbesondere in einer AG, die vor allem aus der Unter- und unteren Mittelstufe gespeist wird. Ja, Grundlagen sind natürlich erstmal, dass man Schüler in Linux einführt, denn die meisten kennen erstmal gar nichts. Und Einführung heißt jetzt zum Beispiel, dass man sich die grafischen Benutzeroberflächen anschaut, also respektive die Window Manager. Da gab es ja hier bei den TUX-Tagen schon einige Vorträge dazu. Dann natürlich beliebte Anwendungsprogramme oder sinnvolle Anwendungsprogramme und so einen Einblick in Shell-Skripte oder Umgang mit der Shell gibt. Rechts im Bild sieht man, da die Schüler dürfen sich dann selbst so ein kleines Blatt erstellen. Die sollen natürlich so einen Schnellhefter mitnehmen, wo sie dann Notizen machen können. Hier ist da so ein kleines Beispiel mit einem Skriptheft. Und man sieht, da ist Kausei abgebildet und da können die Schüler dann sich da irgendwas kreativ gestalten und das dann als Deckblatt nutzen. Admin-Tools sind natürlich auch ein Thema, jetzt nicht so in der Unterstufe unbedingt, aber ich habe ja auch Schüler der Oberstufe teilweise dabei. Auf jeden Fall arbeiten wir mit Raspberry Pis und gelegentlich gibt es auch Projekte, wo Schüler mal eigene Server selbst hosten oder zumindest mal versuchen aufzubauen. Und als Schule selbst arbeiten wir sehr stark mit Lernplattformen, insbesondere Moodle, aber auch Mahara und auch die setzen wir dann in der AG ein. Und auch da sind wir ja im Bereich von Open Source Software. Ja, nochmal im Einzelnen. Die Einführung in Linux, ich habe jetzt hier Debian-basiert geschrieben, aber das muss nicht sein. Also ich habe das Glück, dass wir als Schule die Linux-Musterlösung aus Baden-Württemberg verwenden, also jetzt bekannt unter linuxmuster.net, wer das nicht kennt. Und das heißt, wir haben einen Linux-Server in der Schule und Linux-Clients. Wir hatten vorher beides, Windows und Linux-Clients. Seit Windows 10 sind wir umgestiegen auf reines Linux. Wir sind also eine reine Linux-Schule sozusagen mit ein, zwei Windows-Clients, die irgendwo rumstehen. Und setzen flächendeckend Ubuntu ein. Und in der AG habe ich die Möglichkeit, in unserem System eigene Distributionen nochmal aufzusetzen, so als Image, die sich dann verteilen lassen. Und da kann ich verschiedene Distributionen sozusagen experimentell mal ausprobieren. Am besten laufen hier einfach die Debian-basierten. Ja, der Einstieg ist natürlich, dass die Schüler erstmal einen eigenen Benutzer anlegen und sich selbst auch Root-Rechte geben, damit wir das machen können in der AG, was im normalen Unterricht nicht läuft, da haben die Schüler ja nur in Anführungszeichen Nutzerrechte, aber in der AG kriegen sie dann auch mal Adminrechte und können dann eigenständig Software installieren oder eben Dinge tun, die sonst nicht so funktionieren. Die grafischen Benutzeroberflächen, da hatten wir jetzt gerade Voyager Linux und zwar als Beispiel für eine Distribution, die XFCE verwendet. Gerade sind wir jetzt umgestiegen auf MX Linux und in der Version mit dem K-Desktop-Environment KDE Plasma. Das ist also gerade aktuell. Ja, in der Zukunft würde ich gerne noch Fedora und GNOME als
Window Manager thematisieren und auch Linux Mint, das wir auch schon eingesetzt hatten, mit Cinnamon. Und damit, denke ich, sind so die vier bekanntesten oder sehr häufig eingesetzten Window Manager zumindest mal bekannt. Und dann natürlich kann man auch mal andere Sachen, die ein bisschen exotischer sind, Enlightenment oder Ähnliches dann thematisieren. Ja, wie gesagt, das ist das, wo wir stehen. Die rechten beiden sind noch Planung für das nächste Halbjahr. Und Thema ist natürlich Aufbau, also wie gestaltet sich dieser Window Manager? Welche Einstellungsmöglichkeiten bietet er, insbesondere so im Rahmen von Designs? Das macht Schülern natürlich Spaß, wenn sie da optisch etwas arbeiten können. Aber auch spezielle Eigenarten, die der Window Manager hat, und Gemeinsamkeiten, die eben einfach als Verwaltungstools allen zugrunde liegen. Ja, das ist so ein kleiner Ausschnitt, den ich für Schüler mal gemacht habe. Der Aufbau von Linux selbst ist nämlich gar nicht so einfach zu vermitteln oder ja so transparent für Schüler, dass es eben ganz an der Basis den eigentlichen Linux-Kernel gibt, was das eigentliche Linux ist, und dass darauf aufbauend dann eben verschiedene Dienste laufen, die aber eigene Programme sind. Auch der X-Server mit der grafischen Oberfläche, der dann eigentlich den Login-Manager oder Display-Manager zur Verfügung stellt, nachdem dann erstmal der eigentliche Window-Manager erscheint, aus dem heraus dann als Verknüpfung die einzelnen Anwendungsprogramme gestartet werden können, die teilweise im Paket dabei sind oder auch separat installiert sind. Und dieses Verständnis, dass Linux da eben sehr modular aufgebaut ist, im Gegensatz zu Windows, was ja dann die grafische Oberfläche sozusagen sehr nach unten durchgehend fixiert hat, das ist dann schon mal eine kleine Herausforderung. Weitere Themen, die ich da noch einsetze, das wären zum Beispiel Anwendungsprogramme. Ich habe hier nur eine kleine Auswahl. LibreOffice ist natürlich sehr populär, aber auch Firefox, Editoren wie zum Beispiel Bluefish oder BlueJay für eine Java-Entwicklung. Scratch ist total beliebt bei Schülern. Dann kann es natürlich auch zu Gestaltungstools übergehen, oder nicht Gestaltungstools, Sicherheitstools, wie zum Beispiel KeePass, um Passwörter zu sichern, oder TrueCrypt, um auch mal was zu verschlüsseln. Ganz beliebt ist GIMP. Da nochmal zwei Beispiele. Und zwar, was ich ganz gerne mache, ist mit Schülern Porträts zu verfälschen, dass sie also dann nicht mehr so sichtbar sind, dass man auf der einen Seite einen Wiedererkennungswert hat, auf der anderen Seite die Porträts aber vielleicht von der Gesichtserkennung dann nicht mehr so nachvollzogen werden können. Und ebenfalls ganz beliebt ist Audacity. Mit dem Programm lassen sich ja dann Tondateien bearbeiten. Das ist also eine Auswahl aus Anwendungsprogrammen. Ich orientiere mich da aber sehr gern an der Auswahl der Schüler, denn die sollen ja auch ein bisschen die AG mitgestalten. Ja, Shells und Shell-Skripte. Da ist es ganz wichtig, ein bisschen Fun-Stuff zu bieten, sag ich mal. Und zwar dahingehend, dass man Schüler da anleitet, mit der Shell zu arbeiten. Das kann ganz leicht gehen über eine Installation von Spielen zum Beispiel. Und diese Spiele bieten die Möglichkeit, dass man zum Beispiel TAR-Archive thematisiert, wie die erstellt werden, wie die entpackt werden, wohin entpackt und so weiter. Oder dass man die Rechtevergabe mit Schülern aufarbeitet, ja, wie eine Datei ausführbar gemacht wird und so weiter. Und das lässt sich alles prima auf der Shell umsetzen, aber auch Installationen von kleinen Gimmicks, wie zum Beispiel Mauszeigern oder Themes für die einzelnen Window-Manager. Da kann man zum Beispiel Konfigurationsdateien ausfindig machen und auch verändern. Ja, weiter geht's dann mit Admin-Tools, wobei, wenn ich jetzt Admin-Tools sage, dann ist das natürlich Low-Level. Wir sind nicht wirklich bei einem Administrator-Level, sondern ich habe ja hier Unterstufenschüler. Das heißt, wir gucken uns dann zum Beispiel an solche Tools wie Conky oder gcrlm, also solche Systemmonitoren, mit denen wir überprüfen können, wie das System eigentlich läuft oder was da jetzt gerade der Computer macht. Das Ganze geht natürlich auch mit Shell-Befehlen, top, htop, ps und so weiter.
wo man sich eben die Ressourcen des Computers anschauen kann oder den aktuellen Zustand. Dann gibt es natürlich auch mal so Tools, wo man Passwörter überprüfen kann, wie zum Beispiel John. Und das sind so Bereiche, wo wir dann in Administratorebene dann mal in Linux reinschauen. Den Raspberry Pi hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir haben als Schule ein paar tatsächlich gekauft und auch da sind Schüler, einige haben ja auch selbst einen Raspberry Pi schon zu Hause, sehr interessiert zuzugreifen und was damit zu machen. Und wenn wir dann mal so ein bisschen auf Shell-Ebene geübt haben, ist es für die natürlich toll, sich dann mit SSH da mal einloggen zu können. Eigene Server hatten wir auch schon in der AG. Ich habe ja die Linkliste rumgeschickt und da ist zum Beispiel auf unserer Schul-Homepage ein YouTube-Video zu sehen, wo Schüler die Schule in Minecraft nachgebaut haben. Grundlage dafür war natürlich auch ein Minecraft-Server, den die Schüler dann betrieben haben. Eine Schülergruppe hat mal ein VediaMiki aufgesetzt für einen Mathematikkurs. Die konnten dann ihre Formelsammlung da eingeben. Wir haben selbst in der Schule so einen kleinen Apache-Spiele-Server, sage ich mal, rumstehen. Nicht im Sinne von da laufen Spiele, sondern der ist zum Spielen und Ausprobieren. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir jetzt in unserem Netzwerk haben. Und das ist als Schule natürlich schon relativ toll. Wobei der Minecraft-Server, muss man an der Stelle sagen, da haben wir zwar mal einen aufgesetzt, aber da haben Schüler das dann extern gehostet, weil sie da besser zugreifen konnten. Ja, Lernplattform hatte ich auch schon erwähnt. Also Moodle und Mahara sind die Plattformen, mit denen wir am meisten arbeiten. Und Moodle vor allem, um erstmal die Inhalte klar darzulegen, nachvollziehbar zu machen und um mit Schülern eine Online-Kommunikation zu ermöglichen. Das ist aber auch jenseits der AG eine wichtige Plattform in der Schule. Mahara ist nicht so bekannt, ist eigentlich ein E-Portfolio-System. Und da können Schüler selbst was dokumentieren, also ein eigenes E-Portfolio gestalten. Zum Beispiel, indem sie so ein Lerntagebuch als Blog darstellen. Da habe ich auch Beispiele nachher. Und die können sich auch selbst austauschen. Also die Schülergruppe, die den Minecraft-Server gehostet hat, um dann die Schule nachzubauen, die haben sich dann in Mahara organisiert und zwar jenseits von Lehrergestaltung. Das war ein richtiges Schülerprojekt. Ja, ein paar Beispiele. Also hier hätte ich einen Screenshot aus Mahara und man sieht, also da geht es um Schülerkommunikation. Hier wird eine Frage gestellt, wie lege ich denn eine Gruppe an in Linux? Ja, und dann gibt es hier die Antwort, klick da drauf und leg dann die Gruppe an. Also das ist einfach so ein kleines Forum. Wir haben da eine Gruppe Linux-Benutzer, nennt sich die. Und da können Schüler dann eben ja untereinander sich gegenseitig helfen oder kleine Fragen klären. Ich selbst habe Mahara ebenfalls eingesetzt. Das ist ein Screenshot ja, von 2011. Also ich bin schon länger in der AG. Und da geht es eben darum, dass ich irgendwann mal angefangen habe, die Mahara zu nutzen, um eben so ein Lernjournal zu machen. Sie sehen ja da Dreierschritt. Erstes Thema Lernerfolge, Lernschwierigkeiten. Das war so ein Einstieg. Und das diente dann eben so meiner eigenen Stundenreflexion. Und ist dann so meine eigene Dokumentation. Hier ist ein Screenshot ebenfalls aus meinem Lerntagebuch und da hätte ich so zwei Beispiele zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben da Spiele installiert als Beispiel. Zum Beispiel hier die Installation von World of Goo. Das gab es mal als Archiv freigegeben, also als Demo-Version zumindest. Die ist natürlich dann nicht sehr lang gelaufen, aber immerhin, die Schüler haben dann das TAR-Archiv runtergeladen, haben es entpackt, haben das Spiel gestartet und das alles auf Shell-Ebene und als Belohnung konnte man dann noch ein bisschen spielen. Sehr beliebt ist Tux Racer, das jetzt heute Extreme Tux Racer heißt und das Gute bei diesen Open-Source-Programmen ist natürlich, dass man die da variieren kann. Wir haben an der Stelle einfach ein Level kopiert, haben uns die Konfigurationsdateien angeschaut. Hier sieht man im Hintergrund, die Heringe sind zu rosa Lachsen geworden. Da haben wir also mit Bildbearbeitung mit GIMP die Grafikdateien ein bisschen nachbearbeitet und dann die Fische quer über die Bahnen verteilt. Dazu mussten wir dann eben die Matrix der Konfigurationsdatei anpassen und da immer Herring einsetzen.
Und dann konnten die Schüler dann entsprechend ihren Punktestand durch ein getuntes Spiel dann ein bisschen aufbessern. Ja, das ist jetzt ein Blog-Eintrag oder Lerntagebucheintrag aus der Unterstufe. Da sieht man natürlich auch an der Schrift, die Schüler wissen erstmal noch gar nicht so richtig, was sie da schreiben sollen. Das ist dann, wirkt dann so ein bisschen putzig. Ja, wir haben if-config eingegeben, die MAC-Adresse aufgeschrieben. Aber das sind dann so erste Gehversuche. Man muss auch sagen, in unserem Schulsystem sind Schüler auf Selbstreflexion noch nicht so gedrillt. Das kommt irgendwann hoffentlich noch. Hier ist noch eine andere, also Cowsay, sieht man hier unten, wie man eine neue Kuh installiert. Cowsay ist ein sehr beliebtes Programm, da kann man wirklich toll auf Shell-Ebene einsteigen und die Schüler sehen ja dann sofort den Erfolg, wenn sie was richtig eingetippt haben und das motiviert enorm. Ja, das ist jetzt schon ein Beitrag aus der Mittelstufe, hier geht es dann schon ein bisschen mehr Richtung Dokumentation, also wie lege ich denn eine Samba-Verbindung an mit einem Screenshot und einer Beschreibung. Ich klicke da drauf und wähle dann den Menüpunkt aus. Das ist eben so eine Möglichkeit, den Blog zu nutzen, um Schüler zur Dokumentation anzuleiten. Hier ist ein Schüler, da habe ich den Namen gelassen, der Maxim, der hat das auch hier dann veröffentlicht unter der Creative Commons License. Der ist schon lange kein Schüler mehr natürlich. Der ist mittlerweile an der Universität und studiert auch Informatik. Und hat jetzt hier dann zum Beispiel dargestellt, dass ich ihnen eine Aufgabe in Moodle gegeben habe und sie dann die Aufgabe selbstständig bearbeitet haben. Das ist ebenfalls ein Screenshot vom Lerntagebuch in Linux auf der Ebene der oberen SEC 1, also der Mittelstufe. Da geht es um Record My Desktop und man hat ja immer wieder damit zu tun, dass Programme mal nicht richtig funktionieren oder es irgendeinen Kniff gibt, den man nicht beachtet. Hier ging es dann darum, dass man beim Screencasting mit GTK Record My Desktop dann den Schalter nicht mehr gefunden hat und da hat er so einen kleinen Workaround gemacht, wie man das dann behebt, indem man den Rahmen einfach ein bisschen anders zieht. Zweite Möglichkeit, ebenfalls beim Screencasting, gingen die Headsets nicht. Ich habe also ein paar Headsets organisiert für die Schule und da kam dann das Mikrofon nicht richtig zum Einsatz. Und da hat der Schüler ein Zusatzprogramm installiert und damit konnte man dann das Mikro freischalten und damit hat es dann funktioniert. Und man sieht auch hier also einen Screenshot des Programms, die farbig markiert, wo jetzt die einzelnen Hebel sitzen, auch wenn das jetzt hier auf Schülerebene so ein bisschen freigestaltet ist. Aber das Grundprinzip ist verstanden. Ich erkläre jemanden, wie etwas funktioniert und dafür eignet sich der Blog oder das Lerntagebuch ganz prima. Ja, das ist nochmal ein anderer Screenshot. Da ging es dann jetzt so Richtung Admin-Tools, wie ich das vorhin gesagt habe, denn Motto ist ja Learning by Hacking. Da haben wir jetzt da mal geguckt, wie überprüft man denn die Passworte auf dem eigenen Rechner. Das haben wir auch mit Schülern thematisiert. Man kann so ein Tool natürlich nicht bei Fremdrechnern einsetzen. Und da ging es dann darum, verschiedene Worte, also Passwörter auszuprobieren und zu gucken, wie lang braucht denn der Rechner. Und das wird jetzt hier dokumentiert. In einem anderen Fall haben wir dann einfach eine Passwortliste selbst erstellt oder eine Wortliste und dann John dann angewiesen, die Wortliste zu gucken und dann war ganz klar, das hat er sofort gefunden, das Passwort. Dieser Screenshot bezieht sich auf die Minecraft-Gruppe, die ich vorhin erwähnt habe. Also wie gesagt, Schüler haben da ihren eigenen Server betreut. Man muss auch sagen, das ist natürlich mit Elternregie gelaufen. Die mussten ja da was hosten und so. Das haben Eltern dann gemacht, die da auch die Verantwortung übernommen haben und das eigentliche Hosting. Und die Schüler hatten dann da Zugriff drauf. Und das ist eben in Mahara dieser Screenshot, weil die Gruppe selbst hat sich dann in Mahara organisiert, hat sich selbst Regeln gegeben, wie man jetzt auf diesem Server umgehen soll. Und
hat dann eben sehr lange an diesem Schulnachbau, da ist ja ein kleiner Screenshot in der Mitte, gearbeitet. Ziel war auch hier, dass die Schüler sich ein Stück weit selbst organisieren und dass sie als kooperativ eben dann gemeinsam arbeiten. Ich hatte immer mal Rückmeldungen bekommen, das geht auch viel schneller, als die Schülergruppe das da gemacht hat. Ja, das ist richtig, aber das ist eben in der Pädagogik so. Es ist nicht immer die schnellste Lösung, die pädagogisch sinnvollste, sondern die, wo die meisten am meisten lernen. Und das kann eben auch Zeit brauchen. Ja, auch das ist etwas, was wir in der Linux AG mal gemacht haben. Wir haben Bildschirmhintergründe erstellt. Ich hoffe, man sieht es unten. Das Originalbild kommt von Herrn Wörl, den ich auch in den Quellen gleich nochmal nenne. Der hat also Hobbyfotograf und hat da so ein tolles Foto gemacht. Und ich habe ihn angeschrieben, habe das auch der AG gezeigt, ob wir sein Bild verwenden dürfen für einen Bildschirmhintergrund. Und dann haben wir das dann so verändert, nachdem er uns das gestattet hat, und haben daraus dann einen Bildschirmhintergrund für die AG gemacht. Und dieser Vorgang des Kommunizierens, also ich habe eine Datei, daran habe ich keine Rechte. Wie kommuniziere ich, dass ich Rechte bekommen darf, dass mir das gestattet wird und dass ich erst dann die Datei verändere? Das ist ein wichtiges Thema, wenn man mit Schülern Internetdateien kommuniziert. Ja, das ist erstmal so mein Input gewesen. Jetzt hätte ich natürlich noch ein paar Beispiele. Erst nochmal ein Blick in meine Quellen. Und dann wechsle ich gerade mal den Desktop. Einen Moment. So. Und hier erst nochmal ein Link zu meinem Blog. paradigmagnus.wordpress.com. Das ist eine WordPress-Seite, wo ich verschiedene Themen geblockt habe, wobei man sagen muss, das ist schon ein bisschen eingeschlafen. Und da ist eben auch ein Beitrag, wie gründet man eine Linux AG? Oder ja, so am Anfang, da hatten wir, wie gesagt, noch zwei Clients, Linux oder Windows, sehr groß. Die Linkliste müsste im Chat erscheinen. Und da müsste es einer der obersten Links sein. So, Moment. Ja, hier ist noch ein Link zu meiner Schule. Also wie gesagt, ich bin in der Ricarda Hochschule in Dreisprendlingen. Im Rahmen der aktuellen Situation mit Corona haben wir letztes Jahr einen digitalen Tag der offenen Tür gemacht. Den findet man noch hier noch unter Aktuelles, Tag der offenen Tür 2020. Und da ist eben auch das Fach Informatik vertreten. Und hier ist eine Seite. Da sind auch ein paar Screencasting-Beispiele, in dem die Informatik und eben auch die Linux AG vorgestellt wird. Und die AG selbst ist natürlich hier unter der Rubrik Informatik auf der Schul-Homepage selbst nochmal zu sehen. Und da sind dann auch nochmal ein paar Ergebnisbeispiele. Wir haben auch Calliopes und damit Scratch ein paar Programme programmiert und hier nochmal so ein paar Erklärvideos. Ja, ich hatte angegeben, wenn jemand Fragen hat, dann dürfen Sie die Fragen selbstverständlich gerne im Chat stellen und ich gehe auch während des Vortrags darauf ein. Die weiteren Links sind jetzt hier ein Video, das spiele ich mal kurz an, zum Nachbau der Schule mit Minecraft. Der Ton wird wahrscheinlich jetzt nur von mir gehört. Aber hier erklärt der Schüler Maxim, den ich vorhin da vorgestellt habe, wie man jetzt hier durch die Schule geht. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, weil sich die Schule etwas verändert hat in der Bausubstanz. Hier wird gerade der Kiosk erklärt und diese Rotunde ist leider zur Hälfte jetzt abgerissen und die Pausenhalle ist aber noch da. Also da sieht man, die Schüler haben versucht, damals die Schule komplett nachzubauen und sich da auch sehr an Details gehalten und auch an Größen. Ja, der zweite Link in YouTube ist dann ein Screencasting-Video. Auch das spiele ich mal kurz an. Da hört man jetzt den Ton nicht. Man sieht jetzt nur, wie die Maus sich bewegt. Das heißt, der Schüler erklärt jetzt einfach, wie man im
Terminal die Farbe verändert, also die Profileinstellungen. Und Schüler müssen natürlich erstmal irgendwas in Linux lernen, bevor die ein Erklärvideo machen können. Aber Erklärvideos, hat sich herausgestellt, sind sehr beliebt, um dann zu Ergebnissen zu kommen und Schüler anzuleiten, dann wirklich auch konzentriert zu arbeiten. Also das hat auch eine enorme Motivation. Und es kann ja, also ich habe darauf geachtet, dass es immer sehr kleine Videos sind, dass die Schüler da auch nicht überfordert werden und dass sie sich kurz fassen müssen, damit sie entsprechend ja, bei der Sache bleiben und dann nicht so, ja, über das Thema hinaus erzählen. Das ist ein weiteres Video. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass wir eben dann geübt haben, zum Beispiel TAR-Archive zu entpacken oder die zu erstellen oder nach ein gewisses Ziel zu entpacken. Und an der Stelle erzählt der Schüler jetzt, wie er mehrere Dateien in ein Archiv packt. Das sind eben hier diese Out-OGV, das heißt, das sind natürlich Ausgabedateien von Record My Desktop. Und hier packt er die dann eben in ein Archiv ein und erklärt das. Das ist jetzt Unterstufe, das heißt, da hat er natürlich auch ein paar Anläufe, bis er das macht, aber auch das ist eine sehr, sehr motivierende Sache für Schüler. Ja, als drittes Beispiel gibt es hier nochmal eine Sache aus Mahara. Und zwar die Schüler, wie gesagt, wir haben ja eine Schülergruppe in Mahara, eine Linux-Gruppe. Und für einen Kooperationstag mit einer australischen Schule haben wir hier ein englisches Video mal gemacht. Und zwar erzählt ein Schüler, wie er das Profilbild in Mahara ändert. Das ist natürlich jetzt nicht konkret Linux, aber in der AG geht es natürlich auch ein bisschen über Linux hinaus, Richtung Open Source Software. Moodle und Mahara sind ja Open Source Systeme und da ist es natürlich auch thematisch immer noch okay. Wenn man sich den Link anschaut, also der Milo, der das erklärt, der war damals in der 5. Klasse und hat jetzt hier verschiedene Profilbilder hochgeladen und erklärt einfach, wie er das auswählt. Hier war jetzt die Anforderung weniger, dass er sich in dem System richtig auskennen muss, sondern er erzählt es ja auf Englisch, dass man da eben mehrsprachig arbeitet. Okay, soweit erstmal die Beispiele von meiner Seite. Mich würde mal interessieren, gibt es Fragen erstmal zu diesem Zeitpunkt? Ich habe keine Fragen weiter gesehen. Ja. Dadurch, ja. Okay, dann habe ich ja noch ein paar Minuten und erzähle natürlich gern weiter. Erstmal so die Frage, wie macht man eine Linux-AG oder ja, welchen Hintergrund hat das? Ich denke, als Lehrer ist man natürlich erstmal in der Problematik, dass Schüler zwar Interesse haben an Computern und auch an Software, an der Gestaltung. Learning by Hacking ist natürlich auch so ein, ja, so ein kleines Schlagwort, sage ich mal, mit dem man auch so ein bisschen ködert. Etwas, was ich sehr gerne mache am Anfang, ist, dass wir uns auf so einen Spieleserver, wie gesagt, diesen Apache, da einloggen mit SSH und zwar immer als derselbe Benutzer und dass wir dann eine Terminal-Ausgabe mit Echo machen, dass sie erstmal sehen, ja, mit Echo kann ich jetzt da irgendwie einen Befehl ausgeben und dann leiten wir diese Befehlsausgabe um zu einer Shell, die ein Mitschüler benutzt, ja, das kann ja mit indem man eben W eintippt, sieht man ja, welcher Schüler ist von welcher IP-Adresse auf welches Device eingeloggt und kann dann das TTY 0123 und so weiter ausfindig machen und mit der IP-Adresse koppeln. Und wenn die Schüler dann sehen, aha, ich kann also Hallo Welt oder irgendwas ausgeben. Der Klassiker ist natürlich Wake Up Neo, ja, aus Matrix. Da habe ich dieses Jahr auch mal diesen Screenshot da mal gezeigt, diesen kleinen Ausschnitt und dann eben gezeigt, dass es mit Linux da durchaus genauso geht. Und dann geben die Schüler sich dann gegenseitig so Nachrichten auf den Bildschirm des Mitschülers und das ist also enorm motivierend. Dann versteht man auch, aha, mit der Shell kann man
eben sehr kreative Sachen machen. Und die gehen dann über das, was man so als Normalanwender auf der grafischen Oberfläche erledigen kann, durchaus hinaus und haben auch einen großen Fun-Effekt. Man kann das natürlich auch mit zwei geöffneten Shells auf dem eigenen Rechner machen, die man als gleicher Benutzer geöffnet hat. Man muss sich da nicht einloggen. Da meine Shell dann eben am Beamer hängt und die Schüler natürlich auch rausfinden, dass wenn sie das dann auf meine Shell ausgeben, dass das dann an der Wand dann präsentiert wird, haben die natürlich ihren Spaß, dann da irgendwas auszugeben und dann zu sehen, dass es eben ja von allen wahrgenommen werden kann. Also das sind so kleine motivierende Einstiege und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Schüler da erstmal zu motivieren und zu zeigen, Linux ist ein Betriebssystem, das auf mehreren Ebenen effektiv arbeiten kann und etwas, was total aus der Mode gekommen ist, nämlich in eine Shell einen Befehl einzutippen, in der Welt der Sprachsteuerung mittlerweile, kann ja doch sehr effektiv sein und gute Auswirkungen haben. Ja, deswegen meine Frage nochmal als Schleife zu Beginn. Warum eine Linux AG? Calling the next generation of the community. Ich habe mal an einem Linux-Tag an dem Stand von Qt, also Qt, mit einem Entwickler gesprochen, der sich beklagt hat, dass Qt doch so eine tolle Entwicklungsumgebung ist, aber dass es zu wenig Programmierer gäbe, die da mitmachen würden, insbesondere junge Programmierer. Und ich habe ihn mal gefragt, ja, was macht Qt denn als Nachwuchsförderung? Und da blickte ich in zwei große Augen. Das, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Müssen wir nicht auch dafür sorgen, dass programmierwillige, interessierte, junge Menschen in die Open-Source-Community hineinkommen, dass sie da Dinge finden, die sie interessieren und dass sie natürlich auch die Community verstärken? Meine Meinung ist ja, unbedingt. Und ich hoffe, mit meiner kleinen Linux AG leiste ich da für die Community einen kleinen Beitrag. Ja, das war erstmal mein Vortrag. Ich bedanke mich fürs Teilnehmen und fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn Fragen sind, dann stehe ich nach diesem Beitrag jetzt nochmal in einem separaten Raum zur Verfügung. Über die Homepage oder auch hier über meinen Blog bin ich auch erreichbar, wenn jemand nochmal Rückfragen hat oder mich anschreiben möchte. Ansonsten wünsche ich allen weiter viel Spaß hier auf den TUX-Tagen und freue mich auf Rückmeldungen. Vielen Dank und ja, bis vielleicht mal bald. Thorsten Groß.